Tja, das hier ist also mein letztes Hotel, der letzte Ort, wo ich in Japan schlafen werde. Hier am Ende des Auslandsjahres habe ich mir ein ordentliches Hotel, das Tokyo Grand Hotel, also genommen, wie ihr im Anfangsclip gesehen habt. Und ja, hier werde ich also 8 Nächte schlafen. Eine habe ich schon hinter mir. Gestern war ich dann zu müde, noch ein bisschen was vom Hotel aufzunehmen. Ja, hier sieht man einen Koffer und mein ganzes Gepäck und Kram. Auch Toilette, sehr schön sauber, relativ große Badewanne, wenn ich es vergleiche mit der, die ich zum Beispiel in meinem Apartment hatte. Also von der Größe her könnte sein, dass das Hotelzimmer hier sogar, also auf jeden Fall größer ist als mein Zimmer. Wenn ich die Küche bei mir mit noch einberechne, ne, kommt es vielleicht aufs selbe hinaus. Vielleicht ist es trotzdem noch ein bisschen hier noch ein bisschen größer, das Hotelzimmer, was ich jetzt habe. Und tja, das Beste daran ist, ich bin hier im zweitobersten Stockwerk. 15 hat es, wie ihr habt gesehen, 14 bin ich. Das heißt im 14. im zweitobersten Stockwerk. Und wenn ich jetzt hier mal entsprechend das Licht ausmache, ich bin nämlich glücklicherweise auf der Seite von dem Hotel. Und dann jetzt hier aus dem Fenster gucke, von der man aus sehr schön den beleuchteten Tokyo Tower sehen kann. Ich bin also hier ja, in der Nähe von Shimbashi, Daimon und Hamamatsucho. Das sind so die näheren Stationen. Shibakuen ist der Park, der hier so dunkel ist vor dem Tokyo Tower. Das hier ist also so ein bisschen die nächtliche Sicht. Hauptsächlich Bürogebäude, viele Salarymen, die sich hier rumtreiben. So ein bisschen Office-mäßig das Ganze hier. Und das hier eben also der Blick aus meinem Hotelzimmer auf den nächtlich bestrahlten Tokyo Tower hier am zweiten Abend, den ich jetzt in dem Hotel schon verbringe. Also sehr schöne Aussicht, die ich hier habe auf jeden Fall. Mal sehen, ich werde, wenn ich hier sowieso schon in der Gegend bin und weder vor 3 Jahren noch im März, als ich meine Eltern abholen war, hier gewesen bin und den Tokyo Tower besucht habe, werde ich das bestimmt nochmal machen. Auch wenn ich natürlich ein bisschen Sorge habe mit dem Park hier nebenan, den Shibakuen und dieser Dengue-Fieber-Plage, den Moskitos und dergleichen, die ja Überträger des Ganzen sind. Ich wechsle mal kurz auf Low-Lux-Einstellung der Kamera und mal schauen, ob so ein bisschen die Lichtverhältnisse, die Atmosphäre sich dadurch ein bisschen ändert. Das hier also nochmal mit der Low-Lux-Einstellung mit ein bisschen künstlich erhöhter Helligkeit. Ja, das soll so als kleiner Eindruck reichen, was hier eben das Zimmer ausmacht. Wird auch schön groß, schöne Aussicht. Hier kann sich's aushalten lassen. Und dann geht's in genau einer Woche, Freitag, den 19. September, heute haben wir den 12., wo ich das hier gerade aufnehme, geht's dann also zurück nach Deutschland. Und ansonsten soll es das jetzt aber als Eindruck hier reichen vom Hotelzimmer und vom Tokyo Tower, sage ich hier an der Stelle dann von dem kleinen Hotelvideo. Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.